Ja, Hallöchen, da sind wir mal wieder und wir machen noch was zum DFB-Pokal heute erstmal, weil ich will den Oktober sauber abschließen. Morgen gibt es dann mehr. Mal schauen, wie sich das heute so entwickelt. Ja, weil das letzte Wochenende und speziell La Liga lief nicht so rund, lässt uns gerade ein bisschen im Stich. Wir hatten am Freitag noch die Wette 1x Richtung Girona. Und dass beide treffen gegen Celta Vigo und für eine 2,10. Es hieß am Ende nur 1:0, sehr spätes Tor, hochverdient, wie ich finde. Celta Vigo nur wirklich was für die Defensive gemacht. Und ja, das haben sie relativ gut hinbekommen. Ja, sehr lange Zeit, aber dann Nachspielzeit kam der Siegtreffer von Girona. Ja, leider zu spät, hätte einfach halt auch früher ein Tor fallen müssen. Dann, wäre es wahrscheinlich so gekommen. Gut, den anderen Liga-Zettel, den wir hatten, das war Samstag. Ja, Mallorca gegen Getafe. Da war auch kein Tor im Spiel und wir wollten Both Teams to Score haben. 0:0, die Höchststrafe der beide Treffen wetten 2,25, somit natürlich nicht drin. Ja, da fehlte halt irgendwie ein Tor. Es gab Torraumszenen. Ja, und in solchen Spielen ist es halt so, sobald jemand ein Tor schießt, dann ja, ist das bei solchen Teams auch so, dass das andere dann richtig Vollgas gibt. So haben sie sich wirklich lange Zeit egalisiert. Mallorca war bemüht, aber Getafe auch mal wieder gut verteidigt und ja, hat Malle auch ein bisschen Pech gehabt. Ja, was lief gut? Augsburg lief nur gut gegen die Wölfe über 1,5 Teamtore für eine 2,25. Kam Höhe 70. glaube ich mit dem Bornau Eigentor, danke dafür. 3:2 der Endstand, sogar noch gewonnen und ich finde auch verdient. Da haben wir den Trend ganz gut erkannt, bei den Hammers allerdings nicht gegen Everton. Bei Everton war es so, die drohenden 12-Punkte-Abzug haben da überhaupt gar keinen Ausschlag gegeben. Die haben wirklich gespielt wie eh und je. Trainer hat sie gut eingestellt, gut verteidigt und dann die eine Chance wirklich gut genutzt. Hätten sogar noch das 2:0 erzielen können. Die Hammers wirklich, ja, ein bisschen unkreativ und wirken auch ein bisschen platt. Vielleicht auch einfach nur wegen den Reisestrapazen. Letztendlich war die Rotation, hatte ich ja auch angesprochen, relativ gut. Aber gut, sie haben es 0:1 verloren. Wir wollten den Heimsieg haben. Somit hier mit ja, ein Cashback in dieser Systemwette und ein kleines Minus. Die letzte Folge der Oktober steht bei minus 2,14 Einheiten gerade. Ja, nach dem Top September jetzt ein kleiner Dämpfer. Dennoch, die Saisonwerte sind gut. Das Kalenderjahr läuft gut. Hier unten im angepinnten Kommentar nochmal im Detail. Gut, dann schauen wir in den DFB-Pokal und ich habe Bock auf die Hamburger Clubs und habe mir eine Systemwette zusammengestellt. Beide Spiele der Hamburger über 2,5 Tore und beide Treffen. Bei Pauli gegen Schalke gibt es dafür eine 1,80 und bei Arminia Bielefeld gegen HSV gibt es dafür eine 1,7. Treffen die beide, treffen wir einen guten Doppler und ja, das wäre doch ganz schön. Warum denn das? Ja, die letzten sechs Heimspiele, glaube ich, war bei Pauli das Schema zutreffend. Sie haben sich gegen KSC ein bisschen schwer getan, sehr spät den 2:1-Siegtreffer gefunden. War aber hochverdient, wie ich finde, war so dieses klassische Ding. Matanovic, Ex-Spieler, trifft zum 1:0. Dann sind sie zwar ruhig geblieben, haben sich bemüht, ja, aber die Vielzahl der guten Tormöglichkeiten blieb aus. Jojo Eggestein mal, dann, wie, mal wieder dann mit dem 1:1 und dann dieses späte Traumtor. Ja, 2:1 verdienter Heimsieg. Ja, ich denke hier, der Druck ist eher bei Pauli, weil klar, Heimkulisse, Flutlichtspiel, da wird auf am Millerntor wirklich immer was erwartet. Schalke, denke ich, wird so die Marschroute ein bisschen so sein. Ja, geht's raus und habt vor allen Dingen Spaß am Spiel. Ist irgendwie ein Bonusspiel, weil sie gerade in der Liga halt so viele Sorgen haben. Ja, aber ich denke, die können da relativ befreit drauf loskicken. Klar, ein bisschen Druck ist bei Schalke immer auf dem Kessel, aber ich denke, der Trainer wird versuchen, ja, geht da wirklich raus und habt einfach Spaß, versucht in den Spielfluss zu kommen und ja, packt das an. Ja, Pauli wird es, glaube ich, auch ein bisschen ähnlich machen, weil sie einfach keinen Bock haben, wie beim letzten Mal erst so spät die Entscheidung zu finden, werden halt wahrscheinlich auch ein bisschen strukturierter, früher
auf Tore gehen. Die Schalke-Abwehr bleibt wackelig, wie ich finde. Hannover hatte dann einen guten XG-Wert, auch zwei Buden gefunden auf Schalke. Schalke hat das Erfolgserlebnis endlich. Also ich könnte mir da wirklich vorstellen, dass das ein munterer Kick sein wird. Vielleicht ein 2:2 und Verlängerung, vielleicht ein 2:1 für Pauli. Kann aber auch sein, dass Schalke eine Überraschung findet. Gut, da freue ich mich drauf. Das Spiel um 18 Uhr. Dann haben wir heute Abend Arminia Bielefeld, die langsam wirklich richtig gut in Schwung kommen. Letzten Spiele sehr erfolgreich. Erste Pokalrunde haben sie schon Bochum rausgeschmissen. Weiß ich noch, da hatten wir eine Wette über 1,5 Teamtore für die Bochumer. Kam in letzter Sekunde durch Zoller seinerzeit noch. Und ja, in der Verlängerung haben sie dann Bochum rausgekegelt. Und ich denke, sie können mutig agieren gegen den HSV, der auswärts auch immer dieses Schema hat. Also beide treffen über 2,5 Tore. Also ist nichts Ungewöhnliches. Ich denke auch hier, offener Schlagabtausch. Arminia wird mutig agieren. Der HSV ist natürlich vom Potenzial her die bessere Mannschaft. Hat auch eigentlich unter Tim Walter immer Bock auf den Pokal. Also mein Tipp hier, ein 1:3. Müsste ich mich bei Pauli festlegen, würde ich da sagen, ein 2:1. Gut, dann schauen wir in eine kleinere Wette, wo ich die Quote einfach zu hoch finde. Und das ist das über 1,5 Teamtore für die Heidenheimer in Gladbach. Finde ich für eine 2:9 einen Tacken zu hoch. Ich hätte es irgendwo eher bei einer 2:6 gesehen. Sie waren am vergangenen Wochenende dort ja schon zu Gast, haben 2:1 verloren. Aber ich fand, da war mehr drin. Die Gladbacher Abwehr immer noch nicht stabil genug. Itakura fällt weiter aus. Ich denke, Seoane, ja, vom Typ her schätze ich ihn so ein, dass er diesmal auch ein bisschen rotieren wird. Kone dürfte ins Spiel kommen, weil der war ja in der Liga wegen der roten Karte gesperrt. Und ja, da wird ein bisschen durchrotiert. Seoane kann natürlich jetzt so peu à peu die Abwehr stabilisieren. Ich fand es aber noch nicht ganz so rund. Und ich glaube, die Heidenheimer können Pokalschlacht. Und die werden jetzt wirklich da alles reinballern. Die spielen erst am Sonntag in der Liga gegen den VfB Stuttgart. Das Schwabenduell. Und ich denke, da wollen sie ein Erfolgserlebnis vorher holen und wie gesagt, da eine Menge Energie reinwerfen und ja, alles geben. Vielleicht so ein Spiel wie gegen Dortmund am Anfang der Saison halte ich dafür möglich. Ich tippe hier ein 2:2 und nach Verlängerung vermute ich, Gladbach wird sich dann 3:2 durchsetzen. Gut, das meine zwei Picks, das mit einer halben Einheit gespielt, kann man mal so riskieren. Ja, bemerkenswert, treffen die Zettel ein, dann haben wir den Monat noch auf plus minus null. Korrigiert. Mehr ist jetzt für Oktober nicht mehr zu holen. Hoffen wir das einfach mal. Ansonsten, ja, starten wir morgen den neuen Monat und dann sehen wir uns wieder. Tschüss!